Meins. Meins. Nee, das ist meins. Meins. Auf der MVP. Mit diesem komischen. Meins. Der da gar nicht mehr so nur sagt, meins. Ja. Wir versuchen immer noch hier dieses komisches bisschen Gras in Schlafmodus zu bringen hier. In Schlafmodus? Wie geht das, bitteschön? Naja, meine liegendes Gras ist ja schon im Schlafmodus, also eigentlich machst du es nochmal wach und nochmal. Oder anders gesagt im Kuschelmodus. Aha. Oder wie ich heute die Folge heute rausgesagt habe, ich kommt so eine komische Schlange hinter mir, eine grüne Schlange hinter mir, der. Immer diese Clickbaits. Ja, diese Clickbaits? Ist doch so, ich habe doch eine grüne Schlange hier hinter mir. Oder. Aber wo ist denn die Zunge? Die Zunge bin ich hier vorne. Ja, aber die ist ja auch grün. Die muss rot sein. Ja, ich hab doch was Rotes. Ja, der Schlüssel, ich weiß. Nein, der kann auch schwarz sein. Ja, aber jetzt ist er rot, oder? Wie gesagt, der kann auch schwarz sein. Ja, aber ist er jetzt. Aber was hat er jetzt für eine Farbe? Kann ich dir nicht sagen. Ich sehe das nicht. Du bist draußen. Der Rest ist tatsächlich schwarz. Na, läuft. Also bei mir ist er rot. Ich sag ja, die haben da verschiedene Farben. Dass sie da kein Neongelb reingemacht haben, das ist natürlich schon mal viel wert. Ja. Nee, aber wie gesagt, wir versuchen hier das ein bisschen noch fertig zu machen. Wir haben schon ein bisschen oft weitergemacht, aber da hatten wir gerade ein bisschen anderes Gesprächsthema. Das genau. Wollten wir euch leider lieber nicht erzählen. Naja. Das will keiner wissen. Das will keiner wissen. Wie Poppy auf der Toilette sitzt und immer drücken tut und so. Was? Hast du gerade genau den gleichen Gedankengang gehabt? Ja. Ich will echt nicht sagen, aber ich glaube, ich bin schon viel zu lange mit dir zusammen. Es geht genauso weiter wie auf Arbeit, ey. Geil. Fett. Aber nur zu irgendwo, ich bin nicht bei ihm auf der Arbeit. Nein, dafür wohnen wir zu weit auseinander. Ich glaube, dann hätte ich das schon links und rechts eine mit einem Hammer über den Scheitel gezogen und so. Über Nischel! Das heißt über Nischel! Nee, das wäre ja noch zu wenig. Da muss schon der Scheitel gezogen werden. Weil links nach rechts und so. Das darf aber nur Bud. Nee, das. Das darf nur Bud Spencer. Ich hab ihn gefragt. Ich darf. Oh, wann hast du das gefragt? Nee, das sag ich dir lieber nicht. Weil der ist auch schon seit ein paar Jahren tot. Ach du, war er noch voll in seinem Element. Achso. Lieblingsfilm von Bud Spencer? Eigentlich, es ist alles, was er gemacht hatte, das war immer gut. Das stimmt. Außer es kamen manche, da hat man sich echt gefragt, sie hätte lieber nicht machen sollen. Ich gucke gerne, also ich finde auch fast alle gut, aber am liebsten gucke ich tatsächlich zwei Krokodile und sein Nilpferd. Ich habe auch ein paar schon gehabt, da mitbekommen, die hätte vielleicht lieber nicht machen sollen. Oder auch Banana Joe ist halt auch geil. Ja, das ist, ich zähle nur in Bananen. Wie willst du denn heute Bananen haben? Ja, ich will es heute mal so. Ich will es heute mal so. Ich will es heute mal so haben.
oder wo er beim Militär war, ja, und meinte, der eine ging jetzt ja, ja, spring darüber, da drüber ist der Feind. Darüber? Da ist kein Feind. Da war er auch bei, war das nicht da, wo er den Ausbilder aufs Dach befördert? Ich vertrag schon einen Schlag. Nee, ich vertrag schon einen ordentlichen Bums. Ja, oder so, genau. Hammer. Ja. Aber wenn man ehrlich ist, das war alles ja alles nur gestellt. Aber es ist halt Comedy. Man darf es halt nicht vergessen. Stand-up-Comedy heißt es ja. Ja. Western-Comedy. Mhm. Na gut, das war ja kein Western, was er da gemacht hatte. Mal dazu sagen. Manchmal schon. Also, hier, zwei erste Trumpfen aus. Nee, war es nicht. Ach hier, die rechte und die linke Hand des Teufels zum Beispiel, das war ja schon Western angehaucht. Das weiß ich. Es gibt halt schon ein paar gute Filme von den beiden. Kann man auch nicht wegschalten, wenn es mal im Fernsehen kommt. Ja. Es sei mein Vater hat die Fernbedienung, dann schon. Ja. Oh, da hat der Hintag von mir Wecker gekriegt. Also zu mir, ich habe das als Jugendlicher genug gesehen, dass ich brauche jetzt die Scheiße nicht noch weiter angucken. Ich habe die Scheiße auch schon hinter mir alles geguckt, trotzdem guckt es mir immer noch gerne an. Und ich bin damit nicht mehr aufgewachsen, so wie du. Ja. Das ist nun mal so. Ich kannte ja mal einen, der war sogar so verrückt. Der ist bis nach München gefahren, um Bud Spencer zu sehen. Ja, wo er bei das wahrscheinlich war, oder? Keine Ahnung, wo der war. Der hatte einfach nur da auch eine Unterschrift, Autogramm, eine Stunde irgendwo geführt. Da ist er hingedauert. Ja. Verrückt. Es gibt halt so. Nee, das ist nicht verrückt, das ist einfach ganz normal. Da möchte man gerne das haben und dann. Ja, trotzdem verrückt, aber jetzt nicht auf einer bösen Art. Sondern einfach nur verrückt. Ist ja, ja. Jeder ist auf seine Art und Weise ein bisschen verrückt. Richtig. Und du bist Oberverrückter. Ja. Leider. Wollte ich mal so sagen. Leider, genau. Ach, ich hatte jetzt letztes Mal über mein Dings gesprochen. Leider hat er immer noch keinen gefunden. Oh. Ich sehe es kommen. Matze bleibt bis zum Ende des 22er Tastaturspieler. Ja, wo ist das Problem? Ich erinnere dich das nächste Mal. Das habe ich sogar auf Band. Ich habe damit nicht das große Dings. Es ist halt nur immer blöd, wenn es genau das passiert, was man nicht will. Denkst du, warum ich immer an die Tore fahre auf der Pumpe? Weil ich das nicht so will, wie ich das gerne hätte mit der Tastatur. Ja. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen, ja, Dummheit. Aber das sind von 10 Versuchen vielleicht einer. Der Rest ist tastaturbedingt geschuldet. Wegen diesem blöden Mod.
Der Mod kann man auch nicht dafür, dass er doch, existiert. Der Mod, der Modder kann was dafür, dass er existiert. Das stimmt, aber den Modder wollen wir jetzt mal nicht in die... Du weißt schon, dass die... Der hat ja nicht die Rechte, dass ich die Spiel mit dem Mod spielen muss. Ja, und das andere ist halt, da wurde aber auch schon die Zeit verändert, ne? Ja. Nur wegen dir. Trotzdem, wenn ich damit 45 km angebrettert komme und das Ding 5 Meter erst davor erkennt wird, dass jetzt die Tür aufgehen muss, sorry. Ja, du... Ein Landwirt hat's eilig. Im Endeffekt, ich verstehe, eigentlich ist es ja so, dass du normalerweise eine Zeituhr haben müsstest, so nachmittags um 16 Uhr geht die Uhr zu. Ha! Du bist gut. Ich sag jetzt mal nur. Ja? Dann würde ich ja gar nicht mehr nach Hause kommen, wenn das in Wirklichkeit so wäre. Oder halt das Mechanismus halt. Es geht mir ja nur darum, dass weil das die ganzen Tage dann offen steht. Also den ganzen Tag offen steht. Dass es abends vielleicht um 20 Uhr dann irgendwann zu ist, aber dass man immer noch reinkommt. Mit den Tasten drücken. Das wäre in Ordnung, ja. Tagsüber von um 8 oder um 7 bis um, ja, sagen wir mal 18 Uhr immer offen. Und danach kann man halt, wenn man noch länger arbeiten muss, länger zu tun hat, noch kommt man immer wieder rein und raus. Aber halt mit Tore zumachen und aufmachen. Ja. Automatisch zugehen. Genau. Aber das wäre ja doch ganz schön hardcore. Ja. Na gut, hardcore kann man jetzt ja halt mit dem Dachdecker, ne? Es ist doch im Prinzip hier auf der MVP ist es doch so, dass die das Tor vom Handel, hier Land, Dingshandel hier, also Gerätschafthandel, doch auch automatisch. Ja, aber das ist ein Tor. Ja, ich weiß. Ich hab das schon verstanden, was du meintest, dass man das hier auf mehrere Tore und so. Es müsste ja aber, wenn man das auf der PG machen würde, überall sein, wo große Einfahrten sind. Also BGA, Höfe, Milch, Futter. Mischfutteranlage, ja. Und Co. Nicht schon richtig. Du, oder man würde es halt so machen wie hier die Schranke zum Hof. Wenn du jetzt von mir aus unten auskommst. Du, da kann ich mit 53 angebrettert kommen. Die Schranke geht zwar auch verdammt spät hoch, aber sie ist dann oben. Wenn ich durch bin. Ich bleib da nie hängen. Ja. Und ich bin da wirklich das eine Mal mit 53 rausgefahren aus dem Hof. Bin nicht hängen geblieben. Ich hab mich schon liegen sehen auf dem Rücken. Naja, kommt immer drauf an, wie du jetzt in den Scheitelpunkt reinkommst, wo die reagiert. Ja, aber ich bin vom Hof aus rausgefahren. Also geradeaus einfach nur. Ich bin einfach nur gerade drauf zugefahren, sozusagen. Ihr könntet ja trotzdem auch mal, wenn ihr wollt, das mal auch in die Kommentare rein schreiben, was ihr davon haltet, von diesem Mod. Diese Tür, ich glaube, wie heißt der jetzt? Ich komme jetzt gerade nicht weiter drauf. Auf jeden Fall, da heißt der Emmy. Auf jeden Fall das Ding für die Tore. Also Animated Doors? Nee. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich hasse ihn, wie gesagt. Oder Animate Objects oder so ähnlich. Kann auch sein. Ja, kann auch sein, ja. Was ihr, davon haltet, von dem Mod? Ey, vielleicht schaffen wir es doch noch in der Folge, das Feld endlich mal fertig zu mähen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon die dritte Folge drauf. Das
das ist halt nun mal so. Ich bin jetzt gerade auch sehr schon relativ Ewigkeiten hier auf diesem Feld. Das ist ja auch kein kleines. Warte mal, wie groß ist das? Das ist 19,39 Hektar. Naja, und das andere wird ja jetzt in dem Sinne jetzt als, was du machst, das glaube ich, wird heute, sollte es ja werden, ne? Da sollte als nächstes was anderes drauf kommen, genau. Da werde ich wahrscheinlich dann gleich den kleinen Donny wieder benutzen. Oder willst du das machen? Du kannst ruhig heim machen, wenn du willst. Dann tauschen wir das im Prinzip, da könntest du auch den Schwader nehmen. Das Altschwaden. Genau. Genau so können wir es machen. Ich glaube mal, der Spur war erstmal vorher dann nochmal ein bisschen vor, ne? Technisch. Aber noch haben wir hier erstmal zu tun. Es wird nämlich so langsam dunkel. Ja. Und der Kleine hat nicht so viel Licht. Ja, wir können ja gerne vorspulen auf den nächsten Tag. Bevor du schwadest dann. Oder wie bist du gleich fertig? Ich bin wendest, ja. Bin fast durch. Naja, gut. Ist ja auch nicht. 3 Minuten kriegst du noch runter, oder? Ich krieg auf jeden Fall noch runter. Also du musst ja dann sowieso noch erstmal Gerätschaften tauschen, also. Wieso Gerätschaften tauschen? Ich brauche höchstens die Trecker nur, die dir vorne hinstellen. Den brauchst du nicht hinstellen. Und oder den mit auf den Hof bringen. Genau. Den Schwader. Dann musst du ja den Kleinen dir hochholen, da ist ja noch der Anhänger dran für Sprit. Richtig. Also es wird eng, das mit dem Feld hier heute mit fertig werden, aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Vollgas bis zum Ende. Einfach so schnell, wie es geht. Du. Ne? Du bist auf jeden Fall 2 km/h schneller wie ich. Jo. Das wird sowieso eine schöne Aktion hier gleich hier, das noch richtig hinzumogeln hier. Ja. Weil dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge in einem neuen Tag. Was haben wir nicht? Da hab ich mich gerade ein bisschen verhaspelt. Verhaspelt? Verhaspelt. Haspel ist doch am Drescher dran. Immer diese Klugscheißer. Aber du, auf Toilette muss ich aber nicht. Ich muss nicht kacken. Oh. Und dann noch so ordinär. Wieso ordinär? In Orten habe ich auch noch nicht bekommen dafür. Oh Mann, ey, der Typ macht mich sprachlos. Chat, ja. Ich bin nicht bei Twitch, ich weiß. Ja, der Zuschauer. Was soll ich noch machen, in eurer Meinung? Mal einfach auf meine Seite kommen und den Poppy mit ärgern. Ganz einfach. Ich bin jetzt krank geworden. Es werde Licht. Aber Gott fand den Schalter nicht. Also, also bei mir ist mehr als Licht vorhanden. Licht? Ja, alles. Ich habe auch eine Lichtquelle dran. Alles schön mit LED ausgeschmückt. Mit LED ausgeschmückt? Ach! Da kann ich dir was zu meiner Tochter jetzt zu sagen. Die hat jetzt vor, hatten wir beide vor, die Treppe mit LED auszuschmücken.
Aha. Dass man im Prinzip gar kein Licht mehr an- und beischalten braucht, sondern einfach nur noch dieses LED-Licht hat und dann Licht brennen lassen. Schön im kleinen gedippten Licht. Ja. Bräuchte man nämlich nicht mehr Angst haben, dass man sich irgendwo die Treppe runter segelt. Ja. Gerade wenn man im jugendlichen Leichtsinn mal doch besoffen nach Hause kommt. Wenn der möchte gern zukünftige Schwiegersohn so nach Hause kommt, dann kriegt er von mir gleich eine Schelle. Und was, wenn deine Tochter so nach Hause kommt? Dann kriegt sie gleich auch eine Schelle. Okay. Weil ich bin einer, der das nicht gerne mag. Aber du weißt schon, dass man in dem Alter mal seine Grenzen ausloten sollte? Weiß. Und um zu wissen, wie viel kann man trinken, wie viel vertrag ich als Person? Weil da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich. Ich weiß. Und deine Tochter ist jetzt in dem Alter, wo sie erst alles rankriegt. Legal. Ja, ich weiß, aber du wirst es nicht glauben, meine Tochter macht es nicht. Okay. Nur ihr Zukünftiger hat ab und zu mal ein bisschen Bierdurst. Ja gut, das ist auch nicht schlimm. Solange wir darauf Prost. Ja, wenn es nur in Maßen ist, ist alles gut. Und will er irgendwas anderes mit dem Vierrad machen und ich erwische ihn dabei, dann... Da ist bei mir auch vorbei. Da gnade mir Gott. Also man kann über die Stränge schlagen, das ist kein Problem, in meinen Augen. Aber natürlich sollte man dann die Hände vom Lenkrad lassen. Ja. So, aber apropos Lenkrad. Ja. Ich würde sagen, wir lenken mal weiter in andere Richtung. In den Feierabend. In den Feierabend. Ich hoffe, es hat euch mal wieder informativ gefallen und denkt auch mal wieder an die Kombis und an das andere alles noch und dann hören wir uns in der nächsten wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao.